Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute, zu FIFA 21. Gerade noch gegen einen Premier League Club gespielt im Cup und den gewonnen. Und nun geht's in den nächsten Cup. Gegen den nächsten Premier League Club, Brighton and Hove Albion, erwartet uns im Emirates FA Cup in der fünften Runde. Boah, und ich bin immer noch gerade fertig vom Spiel, das wir gerade eben hatten, und jetzt gleich das nächste. Machen wir jetzt noch was anderes, denn ein Spieler hat sich etwas verdient. Der gute Markus Holmgren-Pedersen, den wir als RV neu geholt haben, der hat sich einen neuen Schuh verdient. Er ist nämlich jetzt beidfüßig aktiv und bekommt deswegen den goldenen Schuh verliehen. Schauen wir uns den ganzen nochmal an. Den Herrn Pedersen bisher um einen Punkt verbessert, ist aber auch noch nicht so lang da und zeigt großes Potenzial, jetzt auf 67 und hat 5 von 5 Sterne auf dem Schlappen, kann somit links und rechts wahrscheinlich dann auch spielen, also auf der linken Seite vielleicht, könnte man den dann auch mal einsetzen als Ersatz. Und ja, das ist unsere Aufstellung, also gratuliere erstmal Pedersen, und das ist die Aufstellung: Jones, Fröhling, Diamande, das ist unverändert, Williams, Kim, und in der Verteidigung habe ich Klom reingenommen, Süd und Orona. Pedersen ein bisschen angeschlagen, da könnte man dann eventuell noch einen anderen reinpacken. Sparks ist total im Arsch, da wird nichts gehen. Den Sweeney könnte ich ja auf die Bank setzen für den Notfall. Wir haben Stürmer, wir haben Verteidiger, Mittelfeld, nochmal Verteidiger, Defensiv und Offensiv. Ja, eigentlich alles dabei, die Änderung speichern wir, genauso wie den neuen Schlapfen von Pedersen. Und ja, liebe Leute, dann gehen wir rein ins Spiel. Wen kennen wir da? Lallana, ach, das ist der Lallana, oder? Adam Lallana, stimmt, der ist zu Brighton gewechselt von Liverpool. O'Shea, wenn das der John ist, dann kenne ich den. Denier, ah, wir haben eh schon mal gegen die gespielt, genau. Denier kenne ich auch. Okay, let's do this. Erzielt im letzten Spiel 3 Tore, der Nils. Der gute Nils natürlich. Nachts. Runde 5. In dem kleinen Stadion. Wie sah es bisher aus? Wow. Die Vorrunde sieht man gar nicht. Okay, war das nicht da, wo wir Leicester rausgekantet haben? Aber Runde der letzten 16 haben wir erreicht. Damit haben wir das Vereinsziel erreicht. Und jetzt gibt es schon einige Riesenkandidaten, auf die wir treffen könnten. Das sind uns alle überlegen, würde ich mal sagen. So gehen wir rein. Das ist unsere Aufstellung. Der Süd, da denke ich jedes Mal an den Sheldon von Big Bang. Und niedlich der Kleine da. Darf der schon spielen? Der macht uns wahrscheinlich gleich fertig. Danny Welbeck haben die auf der Bank. Hm? Ja, den würde ich auch nicht einsetzen. Den würde ich auch nicht einsetzen. Connolly. Sagt mir was. Kann sein, dass ich die mal gescoutet habe. Ist völlig. Los geht's. Anstoß für Ricky J. Jones.
Gleich ein bisschen aggressiver der Gegner. Ah, Abseits. Was macht ein Kim? Der packt es nicht ganz. Ja, war Abseits. Da kniet er sich nieder. Kroger gewinnt den Kopfball. Süd macht weiter. Oh, Diomande. Oh mein Gott, und Frühling macht nichts damit. Das war ja ein schöner Spielzug. Respekt. Brighton and Hove. Erneuter Premier League Spiel. Gegner. Huiuiui, mal schauen, mal schauen. Ein Rollball für den Obata. Und das auf dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ah, schade. Hohe Flanken in den Strafraum rein, damit können wir nichts anfangen. Nächstes Mal gibt es wieder eine flache Flanke. Da müssen wir schon einen Ason dabei haben, dass sich die Hohen bezahlt machen. Boah, na, das wäre es ja gewesen, wenn das ein Ball gewesen wäre, der drin gewesen wäre. Wäre es echt traurig gewesen, wie sich Obata freut. Stark, deswegen haben wir Tlom da hinten. Boah, Diomande. Frühling läuft mit. Ja! Weltklasse. Einfach nur Weltklasse. Nies Frühling. Da kriegt er doch glatt ein Kind. Nice, 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 nice. Schön gemacht. Schön von Diomande. Er kämpft, rausgelaufen. Und dann die Flanke rüber. Kommt genau auf den Schlapfen zum Glück. Nicht auf den Kopf, sondern auf den Schlapfen. Und Frühling. Macht's! Da freut er sich. Nies Frühling. Nice, 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 nice. Das ist schön, Leute. Good job. Ich kenne mich mit Cups überhaupt nicht aus, habe ich eben ein paar Mal erwähnt. Das heißt, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie ein Rückspiel gibt oder so. Oder ob wir dann automatisch weiter sind. Ich würde mal tippen, dass man dann weiter ist, aber. Who knows? Orona versteckt sich da hinten. Süd. Frühling lässt sich zurückfallen. Süd läuft mit. Na? Süd! Alter! Ja, nice! Ja, moin! Ja, hallo Süd! Adrian Süd, eigentlich habe ich auf Ricky J. Jones gehofft, dass der sein Power zündet und nach vorne saust, aber. Jo, mai! Dann macht's halt der Süd. Ja, schön! Den attackiert keiner, weil er nicht so der Goalgetter ist. Und das nützt er und hat einen guten Tag und zum Glück den richtigen Fuß erwischt. Der Trainer kann sich packen. Adrian Süd schießt auch ein Tor. Nice. Schön, schön, schön. Good job. Okay, 2-0, Leute. 2-0, Leute. Bin ich ganz so angespannt wie gerade eben gegen Wolverhampton, weil es da ein Finale war. Hier ist die fünfte Runde. Da ist das Finale noch nicht in Sicht.
Wer war das gerade? Wer ist denn da hängen geblieben? Wieder Orona? LV bin ich auch noch nicht ganz happy mit Orona und mit Sparks. Klom. Stellt sich rein. Das war mehr Glück als Verstand, aber es hat geklappt. Das nicht. Klom. Wo ist Kruger eigentlich? Oh, wow. Der Pass kommt ja komplett aus. Eigentlich wollte ich ihn hier mitnehmen. Monsieur Holmgren. Oh je. Der bleibt hängen. Halbzeit. Halbzeit 2-0. Besser als gedacht. Auf jeden Fall besser als gedacht. Na, jetzt hätte ich mal die anderen Partien anschauen können. Egal. Egal. Wir machen, glaube ich, weiter. Oh, na. Ja, irgendwer von euch muss spielen. Ich weiß, ihr habt keinen Bock, aber irgendwer von euch muss spielen. Pedersen war ja vorher schon ein bisschen unfitter. Können wir dann eventuell den Sweeney reinbringen. Aber dabei passt's. Im letzten Spiel auch überhaupt nicht durchgewechselt. Zu Beginn. Erst viel später. Einfach nicht getraut, unsere besten Spieler loszuwerden. Obata. Pedersen. Ja, mit dem goldenen Schuh klappt es noch nicht so gut. Da muss er sich erst dran gewöhnen. Ah, einen Einwurf reingeholt. Welbeck kommt, na dann haben wir ja schon so gut wie gewonnen. Mag den einfach nicht. Ich mochte den auch nie zu Arsenal-Zeiten. Ich fand den immer overpowered, also überhyped. So rum. Vorliegen. Tor. Danke. ja, Leute. Das dürft ihr nicht machen, den so frei zum Schuss laufen lassen. Das ist keine gute Idee. Brighton & Hove. Kann er reinziehen. In Ruhe. Guckt da nicht mehr hin. Er guckt da nur noch auf den Ball. Und macht das Ding rein. Nils, Gustav, Georg, fucking Fröhlich. Fröhling, sorry. Fröhlich. Tauschen wir mal ein bisschen was. Chill was, Diamante. Pedersen, Sweeney. Jones ist ein bisschen weniger fit als der Frühling. Orona hilft nichts, du musst jetzt durch da hinten. Ich suche echt bald wen anderen, der da LV spielen kann. Kann ja so nicht angehen. ja, 74 Fitness an sich geht schon noch. Lass uns mal weiterlaufen. Schauen wir mal, wer sich noch anbietet zum Einwechseln. Williams. Ich spiele übrigens immer noch auf Profi. Das ist halt so seltsam, so Profi-Schwierigkeitsgrad, wie schwer wir uns gegen Wolverhampton getan haben. Und gegen Harrogate vor allem, wie wir auf den Sack bekommen haben gegen den Letztplatzierten in der Liga. Und gegen Brighton und Hove läuft es besser. Also, keine Ahnung. No. Den Ball einfach hergeschenkt. Chilvers. Frühling. Ricky Jade. Oh, nice. Ricky Jade Jones Tor 4-0. Wow, Alter. Leute, das ist Brighton & Hove. Das ist ein Premier League Club. Nice. Alter, Ricky Jade.
Ja, läuft, würde ich mal sagen. Da hat er sein Turbo raushauen können. It was at this moment that he knew he fucked up. Ricky Jade. Jones. Erstes Tor im Emirates FA Cup. Lallana geht raus. Und Lamptey. Und wir können auch mal wechseln. Jones, nach seinem Tor, sagt er, bitte, ich bin nicht mehr fit. Wechsel mich aus. Dann machen wir das doch und hauen den Ivan Afon rein. Da hat er sich kurz weggebeamt. Menge tobt. Jones wird ausgewechselt mit einem Tor. Und der Ivan kommt rein. Kriegt auch ein bisschen Spielzeit mit unserer Nummer 1. Ivan Asan. 4-0. Alle Wechsel getätigt. Die haben es aber auch nicht wirklich eilig. Also bei Wolverhampton hat man richtig gemerkt, dass die ordentlich einen Druck hatten, nach vorzuspielen, als sie hinten lagen. Da merkt man das so gar nicht. Denier setzt sich durch gegen Williams. Es sind schon andere Formate, gegen die wir hier spielen, aber mit absoluter Bravour, Leute. Yuppie! Klingt wie eine Hundefuttermarke. Das ist der Kleine, oder? Ist das dieser 1,50 Mann? Der wird uns wahrscheinlich gleich fertig machen, der Yuppie. Die kommen nicht durch. Das ist schon mal ganz nice. Jetzt aber, jetzt. Und gerade Welbeck. Nee, nee. Lass stecken. Sweeney. Oh, wow. Was für ein paar Sweeney. Zurück auf die Schulbank. Gut, Koga verkürzt den Winkel. Und es ist ja nur Welbeck, sind wir uns ehrlich. Ah je, der Pass war nicht gut. Easy. Easy. Na komm, lauf weiter. Oh, Bata, der freut sich. Boah, der war stark von Obata. Der war richtig gut gesaved und das war's. 4-0. Nice, 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 Leute. Stark. Die Frisur. Aber wir haben uns wieder richtige Klamotten angezogen. Zwei Versuche, zwei Tore. Easy. Und Ricky Jade hat das dritte gemacht und der Süd, der Adrian, das vierte. Nice, nice, nice. Good job. Schön gemacht. Interview nach dem Spiel, dann machen wir das auch noch mit. 10-0er-Leistung natürlich vom Nils, the man. Tottenham hat gewonnen. Okay. Hä? Ich habe Interview eingegeben und er macht's nicht? Macht das jetzt oder was? Naja, egal. Wir haben 4-0 gewonnen. Wir sehen, Millwall hat gewonnen. Everton gegen Fulham. Liverpool gegen Blackburn. Leicester hat sich gegen Arsenal durchgesetzt, Tottenham gegen Chelsea, West Ham gegen West Brom, Man U gegen die Wolves, das war jetzt die Rache für den anderen Cup, für die Niederlage. Ja, okay, durchaus die Favoriten, die sich da durchgesetzt haben, sind schon ganz schöne Kaliber, also wird heftig.
Bin auf die nächste Auslosung gespannt, sofern es nicht noch ein Rückspiel gibt. Glückwunsch zum deutlichen Sieg. Hätten Sie das gegen Brighton & Hove erwartet? Da muss ich eigentlich ehrlich sein. So wie heute sollten wir immer spielen. Das war ein gutes Spiel. Freut mich, dass wir das Potenzial abrufen konnten. Solche Leistungen wollen wir ab sofort immer sehen. Frohling hat 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Ende des Spiels. Grandioser Auftritt von Nils Gustav Georg Frohling. Überragender Sieg. Wie zufrieden sind Sie? Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Jetzt versuchen wir den Ball flach zu halten. Vielen Dank. An das Zugmikro. Geänderter Spieltermin. Wahrscheinlich, weil wir im Cup weitergekommen sind. Drum gibt es dann geänderten Spieltermin und Preisgeld. Ja, hier 416.000, das ist doch schon mal ein anderes Preisgeld als diese 120.000 für den Sieg von dem Carabao Cup. Doch schon mal eine bessere Ansage. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Ich speichere das Ganze. Und dann geht es demnächst weiter. Zentrale Wochenterminplan. Als nächstes mal wieder in der Liga. Und dann geht es gegen den nächsten Pokalgegner, gegen Doncaster Rovers im Papa John's Trophy Cup, was auch immer. Das war falsch. Daher wollte ich. Was haben wir dann? Pokal, welche Pokal. Okay. Auslosung, ohne dass wir es wissen. Offenbar geht es gegen Leicester City. Okay. Das wird schon ein bisschen mehr tricky. Leicester hat gegen Arsenal sich durchgesetzt. Aber leichte Gegner gibt es da nicht mehr. Außer Millwall, die hätte ich gern gehabt. Da hätte ich mich gefreut, wenn ich Millwall bekommen hätte. Oder West Ham spielt sich, glaube ich, auch leichter als Leicester City. Leicester hat man schon mal. Nie hat man schon mal. Okay, ja gut, dann wissen wir das. Sehr nice. Dann gibt es da kein Rückspiel. Und es geht gleich direkt in das nächste Cup-Spiel am 14. Okay, nice. Gut, dann wissen wir Bescheid. Dann würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war doch mal schön erfolgreich. Richtig gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Liga. Da werden wir wieder ein bisschen durchwechseln, wahrscheinlich bei unseren Mannen. Wieder ein paar anderen die Spielpraxis geben. Die sind vor allem sehr angeschlagen im Moment. Hoffentlich können sie sich noch regenerieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.